Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering. Mit mir, dem Herrn Gleich, im Hintergrund, den Herrn Sofort. Ja! So. Ja, ich habe eine E-Mail bekommen und ich wollte jetzt sowieso mal wieder Magic the Gathering spielen. Jetzt, heute werde ich jetzt noch nicht spielen, aber es kam eine E-Mail bei mir rein, dass ein neues Deck mit hinzugefügt wurde. Und zwar Ravnica Allegiance. So, und da gibt es dann auch tatsächlich... jetzt gehen wir auf Explore. Oh, gucken wir uns mal an. Did you think death would free you from your obligation? When the system fails, we will balance the scales. This is cruel territory now! Fear. This is what we've been preparing for! The end race is upon us! Your skull will make a fine trophy. Mein lieber Scholli, ist das geil. So, ja, jetzt pass auf, Leute. Und zwar gibt es jetzt noch hier... Ich muss mal gucken im Store... Es müsste ein Redeem-Code geben. Redeem-Code, genau. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal schauen. Ist der neue Code. So 273 Karten sind hinzugefügt worden zu dem... Jetzt bin ich wieder da. So, also jetzt gebe ich das Ding mal ein. Dann schauen wir mal, ich müsste 3 Booster Packs dafür bekommen. Play Allegiance. So wird es geschrieben. Also groß Play, Allegiance groß. Und jetzt gucken wir mal. Jawohl, jetzt haben wir die 3 Booster Packs und die machen wir jetzt auch gleich mal auf. Ja. Mal schauen, was da so drin ist. Claim. Packs. Ja, die mal auf und dann gucken wir mal, was wir hinzubekommen. So. Cry of the Canarium. All creatures get -2/-2 until end of turn. Also alle Kreaturen ist eine Sorcery. Alle Kreaturen bekommen -2/-2 bis zum Ende des Zuges. Exile. All creature cards in all graveyards that were put there from the battlefield this turn. Also alle Kreaturkarten aus den Friedhöfen ins Exil schicken, quasi, die durch diesen Zug hier, oder beziehungsweise nicht durch diesen Zug, also in dieser Runde aus dem Spielfeld genommen wurden. So, mega cool. Ein Crocodile, Catacomb Crocodile. Mit 3/7. Okay. Return target creature to its owner hand. Okay, Arrestus Admonition. Dann haben wir hier Noxious Grudion. Death Touch. Das ist natürlich auch geil. Also Death Touch steht ja hier rechts. Bedeutet, wenn die Karte in irgendeiner Form Schaden bei einer anderen Kreatur verursacht, dann wird die automatisch getötet. Also die kann jetzt von mir aus 10 Leben haben, das ist völlig wurscht. Death Touch heißt, die Karte ist tot. So, Concordia Pegasus mit Flying. Das ist auch cool. Kann halt nur von fliegenden Kreaturen oder von Kreaturen mit Reach geblockt werden. Afterlife Knight of Sorrows. Knight of Sorrows can block an additional creature each combat. Auch cool. So, dann eine Uncommon Wildcard. Und was haben wir hier oben? Was war das? Repudiate, Counter Target Activated or Triggered Ability und Replicate, Create a Token that's a copy of Target Creature you control. Das ist natürlich auch geil, ne? Also Replicate ist cool. Das ist echt mega nice. Also gefällt mir. So, jetzt machen wir mal das nächste Pack auf. Gucken wir mal. So, was haben wir hier? Knight of the Last Breath.
Sacrifice another non-token creature. Create a 1/1 white and black spirit creature token with flying. Okay. Ja, kann unter Umständen auch mal Sinn machen. Draw 4 cards. Then discard 2 cards. Okay. Gotten Inheritance. At the beginning of your upkeep, Gotten Inheritance deals 1 damage to each opponent and you gain 1 life. Oh. Das ist natürlich, geil. Sacrifice deals 4 damage to target opponent and you gain 1 life. Oh, das gefällt mir. Das ist cool. So, Azorius Night Arbiter Vigilance. Azorius Night Arbiter can't be blocked. Ja, also Vigilance bedeutet ja, ihr könnt angreifen mit der Karte und die wird dadurch nicht getappt. Die kann dann auch noch blocken. Das ist natürlich auch cool. Rafter Demon Spectacle. So, when Rafter Demon enters the battlefield, if its spectacle cost was paid, each opponent discards a card. Mhm. So, dann haben wir hier wieder eine Common Wildcard, dann haben wir hier den Gruul Beastmaster, right? Whenever Gruul Beastmaster attacks, another target creature you control gets plus X plus 0 until end of turn, where X is Gruul Beastmaster's power. Und das ist natürlich auch übel. Wenn man sich jetzt vorstellt, du pushst die jetzt noch ein bisschen und die hat dann mehr Angriff. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte davon mehrere und die würden alle sich gegenseitig pushen. Hm. Krass. So, schon nicht schlecht. Was haben wir hier oben drin? Spawn of Mayhem. Spectacle. Flying und Trample. At the beginning of your upkeep, Spawn of Mayhem deals 1 damage to each player. Then if you have 10 or less life, put a +1/+1 counter on Spawn of Mayhem. Okay. Das ist natürlich jetzt auch wieder so ein Ding, ne? Du hast Flying und Trample. Also Trample bedeutet ja, dass wenn die geblockt wird, dass dann trotzdem über die Verteidigung der blockenden Karte darüber hinausgehende Schaden dann noch weiter an den Player gereicht wird. Problem ist, jeder kriegt halt Schaden, einen Schaden in jeder Runde, aber wenn du unter 10 Leben hast, dann wird die hier stärker. Ja. Wäre eigentlich eine gute Kombo mit dem anderen Ding, wo der Gegner ein Leben verliert und du kriegst ein Leben mit hinzu. Das heißt, du gehst unter 10 Leben, dann spielst du die andere aus, kriegst ein Leben mit hinzu, kriegst ein Leben abgezogen, der andere kriegt 2 Leben abgezogen und du kriegst hier drauf dann noch... Das wäre fies. So, also, dann schauen wir mal hier. Was ist das hier? Hier haben wir Bankrupt in Blood. Oh, sieht die Karte geil aus. Alter, sieht die Karte... Also, ich finde sowieso, die Optik der Karten ist mega, ne? Also, man muss mal echt sagen, Magic-Karten sehen fett aus. Richtig geil. As an additional cost to cast a spell, sacrifice 2 creatures. Draw 3 cards. So. Dann hier Lifelink, Thirsting Shade. Thirsting Shade gets +1/+1 until end of turn. Auch nice. Auch, das ist mega fett. So, Creature Cat, Feral Marker. Dann haben wir den Steeple Creeper. Steeple Creeper gains flying until end of turn. Hm. So, haben wir hier Twilight Panther. Twilight Panther gains Death Touch until end of turn. Ooh. Gift of Strength. Target creature gets +3/+3 and gains Reach until end of turn. Mm. Also das ist Reach, was ich vorhin gesagt habe. Damit kannst du halt die fliegenden Kreaturen dann auch blocken. Ne? Cavalcade of Calamity. Alter, was ist das denn? Sieht die mal nice aus. Holy shit. Whenever a creature you control with power 1 or less attacks,
Cavalcade of Calamity deals 1 damage to the player or planeswalker. That creature is attacking. Oh, das ist natürlich quasi, wenn du jetzt hier ein Enchantment machst, ne? Und du machst mit irgendeiner Karte einen Angriff, die nur ein Lebens-, also nur einen Angriffspunkt hat, ja. Dann kriegt dieser deals 1 damage to the player or planeswalker that creature is attacking. Das ist mega geil. Die auch noch einen Schaden mit hinzu. Absorb, counter target spell, you gain 3 life. Oh! Oh, die ist geil. Die ist fett. Aber weiß-blau. Blau spiele ich ja nicht. Mag ich nicht so. Aber die ist fett. Ja, cool. Ja, Leute, also auf jeden Fall jetzt neue Karten. Ich werde mal gucken, dass ich jetzt möglichst bald wieder ein neues Gameplay mache und dann auch natürlich gleich live schalte. Aber schaut rein, ja, packt den diesen Redeem-Code rein, dann kriegt ihr gleich 3 Booster-Packs. Mega fett, ja. So, mal gucken, was habe ich denn eigentlich, was hätte ich denn jetzt eigentlich momentan, was gibt's denn hier? Sealed Ravnica, ja. So, Traditional Draft Guilds of Ravnica, sign up. 1500, ja, sowas habe ich halt noch nicht, ne. Was haben wir hier oben, was kostet 2000, habe ich halt auch nicht, ne. Heißt, ich muss erstmal hier diese Steine dann irgendwann mal sammeln. Was kriege ich hier, wenn ich Weekly Wins, kriege ich die wöchentlichen Belohnungen. Ah, ich könnte hier noch, warte mal, ich könnte noch ein Pack aufmachen, ne? Ich könnte noch ein Pack aufmachen. Get Packs. So, weil ich habe ja hier oben 1700, ne? Machen wir dann noch ein Pack auf, oder? Das sind 3 Packs für 600. Das sind natürlich 45 Packs, Leute. Ist schon fett, aber kommen wir noch ein Pack auf. Von Ravnica Legions. Komm, das machen wir noch auf. Wir gucken da auch noch rein. So, was haben wir denn da jetzt hier? Regenesis. Holy shit. Return up to 2 target permanent cards from your graveyard to your hand. Oh, das ist gut. Titanic Brawl. This spell costs 1 less to cast if it targets creature you control with a +1/+1 counter on it. Target creature you control fights target creature you don't control. Okay. Gateway Plaza, land gate. Gateway Plaza enters, when Gateway Plaza enters the battlefield, sacrifice it unless you pay. Add 1 mana of any color. Cool. This is nice. Die muss ich mir reinpacken. Die muss ich mir reinpacken. Weil das ist fett. Wenn du, kannst du jede Farbe dann. Okay. Okay, Noxious Grudion, Death Touch. Hatten wir vorhin schon gehabt. Wrecking Beast, Riot und Trample. Dann haben wir Carrion Imp. Flying, when Carrion Imp enters the battlefield, you may exile target creature card from a graveyard. If you do, you gain 2 life. Ist auch geil. Dann haben wir einen Dagger Caster. When Dagger Caster enters the battlefield, it deals 1 damage to each opponent and 1 damage to each creature your opponent control. When Dagger Caster enters the battlefield, it deals 1 damage. Das ist natürlich auch krass, ne? Da kannst du einiges, also wenn einer nur so ein schnelles Deck hat mit lauter 1-1er Kreaturen oder so, und dann ist sein Feld auf einmal leer. Und eine Rare Wildcard, alles klar. Ja, Leute, wie gesagt, packt den Redeem-Code rein. Habt Spaß, ja, das Spiel ist mega geil. Ich freue mich auch schon wieder drauf, mal endlich wieder neue Runden zu spielen, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.